Ein Ereignis besonderer Art ist der Augenblick, wenn auf englischem Boden deutsche Truppen im Parademarsch an ihrem Kommandeur vorbeimarschieren. Küste liegt eine Inselgruppe, die die Engländer, als sie das normannische Festland im Jahre 1204 räumen mussten, behielten. Am bekanntesten sind die Inseln Jersey und Guernsey. Hier betriege englischen Boden. Heute wird das Stadtbild Saint-Hélier von deutschen Soldaten beherrscht. An den Küsten stehen deutsche Posten auf Wache gegen England. Auch hier wird den Briten die Möglichkeit genommen, sich in europäische Die felsige Küste erinnert an die norwegische Fjordlandschaft. Verhältnisse einzumischen. Über den Inseln die deutsche Flagge. Im Schutz der deutschen Wehrmacht geht das Leben auf den Inseln wieder seinen gewohnten Gang.